Liebe Nerds, herzlich willkommen bei Fix erklärt, die Schmiede. Ich hatte dir ja eigentlich in diesem kleinen, kurzen, eng zusammengefassten Clip über die Raumstation behandelt. Jetzt kamen aber nochmal Rückfragen und da bin ich schon ganz schön schnell drüber hinweg galoppiert. Insofern gehen wir das Ganze nochmal kurz durch. Das sollte aber wirklich nicht so lange dauern. Das Problem ist halt einfach, man braucht das nur einmal zu machen und dann ist man damit im Grunde durch. Und die dann stetig anfallenden Arbeiten sind auch relativ repetitiv. Insofern dachte ich mir eigentlich, dass das nicht so wild ist, aber dann gehen wir das Ganze nochmal kurz fix durch. Die Schmiede. Bevor ihr die Schmiede nutzen könnt, müsst ihr, wie bei so ziemlich allem, einen Zwerg haben, der hier oben Level 25 ist. Dann nehmt ihr hier die Beförderungsmission an, spielt diese Questline-Auftragsreihe durch. Dann geht ihr, nachdem ihr das erfolgreich abgeschlossen habt, geht ihr hier oben in die Gedenkhalle und befördert dort euren Zwerg. Ach komm, ich zeige euch das mal ganz kurz. Im Fall jemand das Beförderungsvideo nicht gesehen hat, dann machen wir mal Service Zarus. Dann brettert ihr hier lang. The Memorial Hall is where we honor the fallen. Feel free to walk around and pay your respects. So, hier hinten ist das Beförderungsterminal. Da habt ihr dann jeweils, wenn ihr dann einen Zwerg befördern könntet, hättet ihr dann hier unten drunter so einen Button. Im Grunde wie den hier, nur halt eben steht dann Befördern. Dann drückt ihr da drauf, bezahlt ein paar Credits und ein paar Materialien. Und dann habt ihr da einen Stern im Profilbild mehr auf diesem Zwerg. Dann, wenn ihr das erfolgreich hinter euch gebracht habt, geht es runter zum schwarzen Brett. Ups. So. Hier habt ihr dann alle möglichen Missionen, unter anderem Freischalten der Schmiede. Irgendwas mit der Schmiede jedenfalls, ansonsten müsst ihr einmal da kurz da durchklicken, weil zu dem Zeitpunkt habt ihr hier relativ viele Missionen. Schmiede, Mineralienhandel, Waffen und ähnliche Sachen. Es geht aber gezielt um die Schmiede und die sollte in eurer Prioritäten-Sortierung auch relativ weit oben sein. Wenn ihr die Schmiede habt, könnt ihr dort hier solche Übertaktungen herstellen. Die seht ihr, wenn ihr die dann freigespielt habt oder freigeschaltet habt, seht ihr die hier bei Ausrüstung. Zum Beispiel bei der Hauptwaffe. Ich habe immer noch keine auf der Pumpe, ich könnte kotzen. Die seht ihr dann hier zum Beispiel. Da klickt ihr da drauf, dann könnt ihr da hier auswählen. So sehen die dann aus. Es gibt Orangene, die sind sehr stark. Haben sehr, sehr starke Boni, haben aber auch krasse Mali. Ne, also mehr Schaden, erhöhte Flussgeschwindigkeit, kürzere Reichweite, reduzierte Tankkapazität zum Beispiel. Oder eben das Ganze in Gelb, das ist ein bisschen abgemildert. Und dann gibt es das Ganze noch in, gibt es das Ganze noch in Grün, das ist eine reine Übertaktung. Das ist natürlich super, die haben nur einen Vorteil. Das ist natürlich so der Optimalfall, den man haben möchte. So sehen die Sachen dann nachher aus. Die könnt ihr dann hier, wie gesagt, anklicken. In jeder Reihe müsst ihr einmal einen Perk gekauft haben. Dann könnt ihr eine Betaktung einsetzen. Das ist die Voraussetzung. Und dann könnt ihr damit loslegen und Spaß haben. Oder auch nicht. So, wo bekommt man jetzt diese Betaktungen her? Am Anfang, wenn ihr die Schmiede freigespielt habt, habt ihr hier so eine, die sind dann hier aufgelistet. Das sind dann zum Beispiel, die sehen alle so aus wie das hier. Die sind dann entweder blau für eine Übertaktung oder grün für eine Übertaktung. Dann gibt es noch lila oder rosa, das ist kosmetisch. Ist im Grunde relativ egal. Ihr solltet die, wenn ihr dann hier die Materialien und sowas habt, solltet ihr die so schnell es geht, alle herstellen. Weil jedes Mal, wenn ihr eine Übertaktung herstellt, bekommt ihr hier einen Balken mehr.
Und jedes Mal, wenn ihr die Reihe voll macht, bekommt ihr wieder eine Übertaktung. Also insofern, ihr solltet ein sehr hohes Interesse daran haben, alle Übertaktungen, die hier aufgelistet sind, eher früher als später herzustellen. So. Dann nächste Frage: Wo bekommt ihr diese Übertaktungen her oder diese Matrixkerne? Ihr bekommt, wenn ihr denn dann einen Zwerg einmal befördert habt, bekommt ihr, wie gesagt, einige Missionen am schwarzen Brett. Die eine ist eben für die Schmiede, die andere ist für die Freischaltung der Tiefenexpedition. Auch die solltet ihr zeitnah angehen, wenn ihr die Schmiede freigespielt habt, beziehungsweise wenn ihr die... Ich meine, das ist auch nochmal eine extra Mission. Wie gesagt, seht es mir nach, das ist bei mir schon ein bisschen her. Und man kann sich keinen quasi, man kann sich keinen Twink erstellen. Also man kann nicht nochmal sagen, so, ich möchte jetzt nochmal mit einem neuen, quasi mit einem neuen, mit einer neuen Raumstation von vorne anfangen. Das geht nicht. Und den kompletten Fortschritt nochmal nullen, da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Muss ich ehrlich sagen. Insofern. Entweder bekommt ihr die automatisch oder ihr müsst da auch noch mal eine Mission für machen. Das sind wöchentliche Aufträge. Die werden, Moment, jetzt haben wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja, kommt hier donnerstags, werden die resettet. Donnerstags abends meine ich. Das ist eine Möglichkeit, um an Matrixkerne bzw. an einen leeren Matrixkern zu kommen. Das ist hier unten, wöchentliche Kernjagd. Da kommt ihr an die leeren Matrixkerne. Die sehen. Nochmal hier rüber. Ja, vielleicht auch ganz gut, dass ich das hier nochmal separat aufnehme, jetzt wo ich gerade so drüber quatsche und drüber nachdenke. Leere Matrixkerne sehen aus wie hier wie diese Übertaktung, nur dass das Display schwarz ist. Die sind dann komplett leer. Und die werden hier oben rechts im Display werden die angezeigt. So. Diese leeren Matrixkerne, die braucht ihr, um von erfolgreich abgeschlossenen Bonus-Events eine Übertaktungsbelohnung zu bekommen. Das habe ich just gerade eben aufgenommen, das Video über Bonus-Events. Deswegen ist das teilweise, es läuft immer aufs Gleiche hinaus. Zwerg befördern und dann entsprechend dann da durchrennen. Also wie gesagt, ihr habt hier dann schwarzes Display, das sind dann die leeren Übertaktungen. Wenn ihr einen habt, habt ihr das hier oben im Display angezeigt. Das sind die leeren Übertaktungen. So, die anderen bekommt ihr dann, wie gesagt, alternativ hier aus den Tiefenexpeditionen. Jedes Mal, wenn ihr da eine Ebene fortschreitet, bekommt ihr als Belohnung einmalig eine Übertaktung oder oder einen leeren Matrixkern. Und das Ganze über die Tiefenexpedition. Das heißt, ihr könnt hier drei bekommen und hier drei pro Woche. Plus, wie gesagt, die Kernjagd und müsst dann halt eben das Glück haben, dass dann ein Bonus-Event auf der Karte ist, das ihr erfolgreich abschließt. Dann, wie gesagt, habt ihr eben eine entsprechende Anzahl an Matrixkernen, an Übertaktungen. Die werden dann hier aufgelistet. Das gibt es für alle möglichen Klassen, erwähnte ich ja bereits, für Waffen, Nebenhand und kosmetische Angelegenheiten. Damit steigert ihr dann, wie gesagt, hier diesen Level und damit bekommt ihr dann auch nochmal welche. Also ist das übliche Prozedere und so solltet ihr dann quasi immer mal wieder pro Woche auch nochmal kurz reinschauen und diese Mission zumindest mal machen und da dann mit der Zeit nach und nach alle Übertaktungen zu bekommen, weil die teilweise wirklich sehr, 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 sehr stark sind. Größtenteils, ihr kennt das ja schon, ist es dann auch von eurem Spielstil abhängig. Es ist von euren Vorlieben abhängig. Manche Sachen, da muss man dann auch sehr mit Perks jonglieren. Das habe ich zum Beispiel beim Flammenwerfer aktuell gerade. Einfach mal so als um das Problem in Anführungszeichen zu zeigen. Ich habe jetzt diese Übertaktung drin. Länge und längere operative Reichweite, langsamere Feuerrate. Das heißt, ich kann damit weiterschießen, mache aber nicht mehr so viel Schaden, weil da eben die Ticks nicht mehr so schnell laufen. So. Ich habe hier oben in der ersten Reihe beim Flammenwerfer, habt ihr die Wahl zwischen mehr Munition und eben höherer Reichweite. Ich habe Munition genommen, habe jetzt diese Übertaktung für längere Reichweite. Das ist exakt dasselbe, was man hat, wenn man das hier bekommt. Also wenn ich die jetzt,
Nach, wir gehen das nochmal. So, wenn ich die jetzt rausnehme, habe ich eine Reichweite von 5. Jetzt nehme ich hier, wenn ich die nehmen würde, würde ich 5 dazu bekommen. Also diese 5, die ich quasi. Ne, so. Ich bekomme also exakt die 5, die ich hier über den Perk bekomme und kann halt deswegen dann diesen Perk nehmen. Jetzt habe ich aber das Problem, ich habe eine langsamere Feuerrate, was ich ja eigentlich nicht möchte. Und dann kann ich hier zum Beispiel in diesem Perk, kann ich eben auch wieder durch die übergroßen Ventile erhöhter Brennstoffverbrauch. Damit kann ich genau das kompensieren, was ich hier als Nachteil habe. Und jetzt habe ich quasi in Anführungszeichen eine kostenlose erhöhte Reichweite, muss halt hier, gut, ich könnte noch mal mehr Kraftstoff nehmen oder ich könnte die Verlangsamung auch noch nehmen, aber so habe ich quasi einfach als Bonus mehr Munition bzw. mehr Reichweite, je nachdem wie man das sieht. Also da muss man dann teilweise ein bisschen tüfteln, um sowas auszugleichen, oder man kann eben sagen, nö, das kommt sowieso meiner Spielweise sehr entgegen. Halt, stopp. Nimm die Pumpe wieder, sonst guckst du gleich wieder aus der Wäsche. So, genau. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie ihr gerne spielen möchtet und wie ihr euch im Spiel wohlfühlt. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, das ist sehr, sehr gut gebalanced. Das ist auf der einen Seite natürlich sehr, sehr cool, weil extrem viele Möglichkeiten dadurch sich ergeben. Der Haken ist, man muss viele, viele Sachen halt auch einfach erstmal ausprobieren, ob die einem liegen. Und manche Sachen, die erschließen sich einem erst teilweise durchs Spielen von einer anderen Klasse, weil man denkt, ach, warte mal, ja, jetzt, okay. Ne? Oder wenn man erstmal in verschiedenen Situationen war oder auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, wo man sagt, ja, jetzt wäre das doch vielleicht ganz interessant. So. Diese Möglichkeiten, wie gesagt, die habt ihr hier durch die Schmiede und so funktioniert das Ganze. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wie gesagt, ist alles nicht so wild. Es passiert mit der ersten, nach der ersten Beförderung geht es im Grunde richtig los. Dann muss man sich halt eben nochmal durch ein paar Missionen durchkloppen. Aber wenn ihr dann dadurch seid, dann stehen euch alle Türen offen. Insofern haut rein und viel Spaß. Rockin' Stone!